Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Portia. Den Auftrag muss ich ja nicht noch erst abgeben, habe ich ja noch in der letzten Folge machen können. Wir haben handwerklich das ein oder andere zu tun, habe ich mir sagen lassen. Ach, der nächste Dialog. Hey! Hey! Herzchen, ich habe dein Paar an der Tür gesehen, also habe ich ihn hereingelassen. Ich wollte deine Familie kennenlernen. Und hier sieht es toll aus. Du hast ein paar nette Änderungen vorgenommen. Ja. Also, wie geht es dir also? Seit wann? Seit... Oh. Das ist viel schwerer, als ich erwartet hatte. Du hast mich 11 Jahre lang mit Tante Kendra allein gelassen und dann erhalte ich plötzlich einen Brief, in dem etwas über diese Werkstatt steht. Obwohl ich das sehr zu schätzen weiß, Pa. Es tut immer noch weh. Es tut mir leid. Seit deine Ma gestorben ist, wusste ich nichts mit meinem Leben anzufangen. Nur als Handwerker taugte ich zu etwas. Ich musste zu mir selbst finden. Und hast du das? Ich glaube schon. In den Ostbereichen habe ich vieles erlebt. Unvorstellbare Dinge. Ich denke, die Menschheit würde sehr von einem vollen Verständnis der Gebiete über die Peripherie hinaus profitieren. Und ich will daran teilhaben. Du gehst also danach wieder fort? Ja. Aber ich wollte sicher gehen, dass es dir gut geht. Meine letzte Reise war extrem gefährlich. Und jede Reise dorthin könnte die letzte sein. Und dieser Handwerkerwettstreit mit mir ist eine seltsame Art, mir zu zeigen, dass du mein Vater sein willst? Das könnte man so sehen, ja. Es tut mir leid, ich wünschte, du könntest mir vergeben, aber das liegt allein an dir. Egal, ich habe genug deiner Zeit vergeudet. Ich sehe dich später, meine Tochter. Und es war sehr nett, dich kennenzulernen, Nora. Ebenfalls, Pa. Ich dachte, dein Paar war echt nett. Ich glaube, du bist ihm sehr wichtig. Sonst wäre er doch nicht den ganzen Weg hierher zurückgekommen, nicht wahr? Ja. Ja, mein Paar ist was ganz Besonderes. Ich sehe schon. So, was haben wir denn hier? Yes! Die Landing Gears. Hey Mira, nachdem ich die Datendisks und viele Bücher über Flugzeuge durchgeschaut habe, habe ich einen Bauplan für ein Fahrgestell für dich. Ich habe gehört, dass dein Paar seinen Bauplan von der Direktorin erhalten hat. Also viel Glück. Ich stehe hinter dir, denn ich trete jetzt auch gegen die Direktorin an. Jawoll! Geiler Wettstreit. Und von Django gibt es Kugelfischsuppe. Was will man mehr? Was will man mehr? So, jetzt geht der Punk so richtig ab. Ja. Wollen wir doch mal. Die Landing Gear muss ich jetzt mal hier gucken. So. Ich vermute, befürchte, wie auch immer, dass wir hier ganz, ganz böse uns wieder durcharbeiten müssen. Zum Glück bin ich jetzt beim Mixer, das noch die gleiche Session ist, stehen geblieben. Hätte ich das Spiel neu gestartet, wäre ein bisschen länger zu suchen. Die Dragonfly und die Landing Gears. Ach du Schande. Da brauchen wir noch ein paar Titanium Bars. Wird schon schief gehen. So. Ich brauche also effektiv. Mal kurz gucken. Mal zurückholen. Ich glaube, ich brauche 3 Landing Gears, oder? Yep, 3-mal. Okay. Scheiße, das ist eine Menge Holz. 6 Lagerungen, 6 Gummireifen und 15 Titanium Bars. Okidoki. Wollen wir das Zeug mal herstellen? Herstellen. Finde ich schön, dass man hier Multiple Craft. Oder fertigen, ne? Das ist eigentlich, ist das gehupft wie gesprungen. So. Ach, Lagerungen haben wir noch ein paar.
Und am Raum das Zeug hier. Perfekt. Dann mal kurz gucken. Kristall, ich habe noch nicht nachgeguckt, wo ich das bekomme. Warte mal, ich mache das jetzt mal so ganz fies nebenbei. Sorry dafür. Aber je eher ich das weiß, desto besser ist es. Wo haben wir es denn? Steht das irgendwo, wo wir es noch herbekommen können? Ach, ich kann das auch hier herstellen. Stimmt, die Pflanzen da, ja. In der Haunted Cave kann ich auch und in den Collapsed Wastelands. Das ist natürlich jetzt nicht so der Hammer. Ich versuche es trotzdem nochmal bei Gedönsbums hier, bei Dana. Oder Dana, wie auch immer. Ich sag Dana. So, wollen wir doch mal gucken, ob wir es nicht irgendwo finden. Tada! Braucht auch nur 47 Minuten. Da lohnt es sich auch tatsächlich von der Screentime dann. Wenn wir da einmal kurz die Schnellreise nehmen, ist gar nicht mal so schlecht. Brauche ich jetzt doch so lange? So, jetzt sind wir da. Dana! Oh, hier ist nur das Büchlein. Art anpassen. Nee, die Kristalle können wir hier nicht auswählen, aber vielleicht hat sie... Wo ist sie denn überhaupt? Ich finde das ein Unding, dass sie nicht vor Ort ist. Oder finde ich sie einfach nur nicht? Das kann natürlich auch sein. Danas Mine. Und da ist auch eine Gedönsbums. Können natürlich diese scheiß Kristallpflanzen anbauen. Ach, hätte ich das mal eher gewusst. Das ist irgendwie... Ah, da ist die Dame des Hauses doch. Kann man bei dir irgendwas handeln oder so? Nee, kann man natürlich nicht. Na gut, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Weil nee, da machen wir einfach mal. In Anführungsstrichen zu Fuß, zumindest zu Huf. Gehen wir den Weg dann einfach mal. So, da will ich eigentlich hin. Genau. Der Bus ist da auch gerade angekommen. Vielleicht werde ich da ja fündig. Und ansonsten muss ich vielleicht sehen, dass ich das woanders herbekomme. Es ist furchtbar. Jetzt an diesen ganzen Kristallkram kommen, das ist irgendwie eklig. Motel. Oh, vielleicht haben wir ja Glück und können hier uns irgendetwas kaufen in die Richtung. Nein, natürlich nicht. Das ist scheiße. Feuerstein, seit wann gibt es denn das? Oh, Käse. Das klingt ja schon mal verlockend. Portierhandel. Kristalle, ich brauche Kristalle. Ach. Und ich vermute, bei der Ziviltruppe werde ich das auch nicht bestellen können. Weil das ja nichts ist, was man jetzt vom Monstern an für sich bekommt. Das ist doof. Hi Sam! Die Samantha. Die Samantha fährt ein Manta. Aber würde echt zu ihr passen eigentlich, von daher. Warum nicht? Nö, juckeln wir hier einfach mal hoch. Ja, langsam kenne ich mich im Port hier aus. Aber nach der Zeit eigentlich auch notwendig. Sammlungen. Natürlich gibt's das nicht, aber es gibt harte Schalen. Was kann ich denn mit harten Schalen anfangen?
Ausgehängt. Ruin tauchen. Gibt es hier irgendwo Kristalle? Nein, natürlich nicht. Bäh. Okay. Ich muss also irgendwie mühevoll den Kram zusammenbekommen. Scheiße. Oh, da muss ich... Penny! Ja, wow! Die kenne ich ja gar nicht so richtig. Ah, die hat eine Gitarre. Wow, das Wetter hier ist so schön. Es war so heiß in Sandfels und Barnarak. Okay. Dann herzlich willkommen. Penny, hatten wir die? Nee, es gab, glaube ich, bei Stardew Valley eine Penny, die mir was sagt. Aber ansonsten... Ach, pflanzen wir dann das Gedöns an. Die Frage, ich könnte Kristallblumen jetzt ohne Ende nochmal. Dafür bräuchte ich noch kleine Pflanzkästen. Ja, wir können ja mal schauen. QQ. Das ist doch Ipfuibär. Hallo Nora, du bist nicht Ipfuibär, du bist nett. Die Kirche des Lichts. So, ich darf mich einfach hier im Kirchenladen bedienen. Hab ja die guten Kontakte. Muss man ausnutzen. Nee, Kristallfrüchtchen. Da, Kristallbaumsamen. Nach 16 Tagen voll entwickelt. Leck mich am Poppes. Das ist dämlich. Kristallblumen, das ist... ist das, Mensch. Da kriege ich richtig wieder Daddeltourette hier irgendwie. Hätte ich das mal vorgewusst, mal sehen. Plöck, ein Kristallbaum. Plöck, noch einer. Und noch einer. Und, weil es so schön ist, nochmal. Habe ich hier noch irgendwie so eine Gedönses? Was sind das für Bäume? Das sind hier die, genau, die Petersehals. Fertigen. Genau, erstmal kann ich ja mal hier so Gedöns rausholen. Zum Bleistift, diese Dinger ist hier. Oh, Titanium Bars, da ist noch ausstehend. I am Titanium. So, da fehlt noch einiges. Oh, das ist furchtbar. Stahlkugeln, wo habe ich die denn mal irgendwann gebraucht? Ich habe den Eindruck, es gibt hier Dinge, die ich gar nicht brauche. Nee, was wollte ich jetzt überhaupt nachgucken? Ich weiß das doch gar nicht. Ich bin am Verzweifeln. Genau, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte eigentlich an die Truhen hier gehen. Ah, Bauernkram. Habe ich hier noch irgendwelche Kristallbäumchen? Essen vielleicht? Nö, da auch nicht. Lagerkiste des Helfers. Hilft mir allerdings trotzdem nicht. Rohmaterial und Edelstein. Teile. So kommen wir nicht weiter. Wieso habe ich kein Saatgut dafür? Es ist doch... Das ist dämlich. Das ist... Bringt mir die Vogelscheuche irgendwas? Nein, natürlich nicht. Ich könnte das vielleicht düngen oder... Ach, das ist... Komm,
Wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwie Kristalle finden. Muss hier doch irgendwie wo was geben. Eventuell müssen wir dann auch in diese Haunted Cave nochmal rein. Und danach schnuppern. Nö, hier sehe ich gerade nichts. Die brauchen offenbar ein bisschen, bis die nachgewachsen sind. Da, Fug. Gruselhöhle. Einzelticket, ja. Wenn es sein muss. Mir doch egal, wie oft ich erschreckt werde. Uh-oh. So kommen wir nicht weiter. Ach so, so zack. Irgendwo noch mehr von dem Zeug sein. Huch. Aber diesmal kommen wir voran auf jeden Fall. So, da haben wir tatsächlich ein bisschen Kristall bekommen. Kann ich die hier irgendwie nö. Nein! Bam, weg damit! Haha, da oben sehe ich noch was. Sauber! Muss nur hochkommen. Ja, offenbar hier rüber. Ja, gut Ding, will Weile haben. Ist da oben noch irgendwas? Nee, ich glaube nichts Wichtiges. Na gut, dann weiter. Hui, und weg damit. Ey. Nicht mit mir, Freundchen. Und weg mit mir. Haben wir doch noch was, jawohl. Alles mitnehmen, was geht. Oh, und da haben wir wieder hier so einen Fledermäuschenschwarm. Das werden wir offenbar nicht so einfach los. Bin ich erstaunt, dass man da einfach durchgehen kann. Aber hier, da gucke mal, schauen. Bam. So muss das doch sein. Ey, nicht so mit mir, Freundchen. Ah, das kann ich nicht wegballern. Ich erhalte 29 Geisterabzeichen. Okay. Mal sehen, was ich mir davon kaufen kann. So. Kann ich das hier irgendwo eintauschen? Nee, natürlich nicht.
Wäre auch noch schöner, wenn man hier noch eine Kasse oder sowas hätte. Das ist ja offenbar völlig absurd. So, nehmen wir das einfach mal mit. Wie viele Kristalle habe ich denn mitgenommen? 16. Viel ist es ja nicht. Ah, hier komme ich doch nicht raus. Ich muss hier lang. Da ist die Brücke. So. Ich glaube, hier war noch in dem, im zerfallenen Ödland war, glaube ich, noch was. Da können wir noch mal gucken. Oh, ich hoffe, dass da überhaupt eine Busstation ist. Wir werden es sehen. Jo, ist. Nehmen wir den hier einfach mal. Legenden besagen, dass dort auch irgendwelche Gedönsbumses sind. Wir müssen sie nur erstmal finden. So, wo sind die Gedönsbumses jetzt? Sind sie hier? Kurz mit etwas mehr Überblick. Mal sehen. Ah, hier bin ich wieder falsch. Ich muss eher nach unten, glaube ich. Okay, dann eben nicht. Der Geist war willig. Hier muss doch irgendwas in die Richtung sein. Ich glaube, das ist wie immer, man muss nur erstmal wissen, wo man suchen muss, damit man es auch findet. Seit wann habe ich da eine Bushaltestelle? Mal kurz gucken. Tatsache. Warum auch immer. Ach, wir sind jetzt schon hier unten wieder. Ach. Das finde ich gar nicht mal so schön. Formeller Protest und so. Nee, da ist definitiv noch Bedarf, dass wir ein paar Steinchen mehr sammeln müssen. Sonst wird das hier echt eng. Und der Ack ist da, jawohl. Na gut, dann troll ich mich eh mal. Mal kurz gucken, wie viel muss da noch hergestellt werden? Noch 9 Stück ausstehend. Ich würde sagen, das dauert noch ein kleines bisschen. Ah, wir haben hier zumindest den Kessel fertig. Das ist doch zumindest etwas. Und das Waldhorn, das können wir auch. So, es tröstet ja zumindest ein kleines bisschen, hoffe ich zumindest. So, ein Kesselchen buntes. Kann ja eigentlich hier so unsere Barbecue-Ecke, oder? Och, da macht er sich wunderbar. Der Kessel für die großen Sachen, das ist schön. Da mag ich es. So, ah, dann gehen wir einfach mal schlafen und hoffen, dass am nächsten Tag irgendwo noch Kristalle sind. Weil das ist natürlich echt anspruchsvoll gerade. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn es wieder heißt, deine Zeit mit My Time at Portia, dem Bau des Flugzeugs. Bis dahin, Tschüssikowski.